geht es gleich weiter mit Floristik und zwar zum Junggesellenabschied. Mhm. Ich hatte mir da übrigens noch nie Gedanken drüber gemacht, dass es Floristik für Junggesellenabschied gibt. Ja, super, gell? Ja. Erzähl mal, also was gibt's da, was macht man da? Also ich biete Junggesellenabschiede an mit einem Haarkranz-Workshop. Einfach. Ganz süß. Cool. Immer hoffentlich toll, toll, toll mit gutem Wetter. Es ist meistens eh Frühjahr, Sommer, wo die Bräute dann kommen oder besser gesagt die Trauzeuginnen. Ja, es ist eine Gruppe Mädels einfach, zwischen 6 bis 12 sind es bei mir, ja, die dann immer herkommen und dann dekoriere ich schön im Freien, entweder ein bisschen sogar unten im Wald, also das ist echt immer ganz schön, mit Zelten und einfach Tischen, wo dann jeder seinen eigenen Haarkranz macht. Cool. Und es dauert dann so 3-4 Stunden, kann man das dann bei mir buchen und dann ist ein Gläschen Sekt und Naschereien und so dabei, einfach dieses Bauchladen-Stadtgelaufe. Nee, ist nicht meins und ja. Ich finde es schön. Ja, ist auch. Also es ist immer echt so eine tolle Runde auch und so ganz gemütlich und mit Musik und es ist immer ganz spannend, was da für Ergebnisse bei rauskommen, weil du wirklich ganz individuell, jede macht einfach ihren Haarkranz so, wie es ihr gefällt. Ja. Und es ist dann ganz lustig, wenn da ein paar Mädels dabei sind, die sagen, oh Gott, ich habe gar keinen grünen Daumen und es trotzdem ist immer schön. Es ist jeder immer hinterher zufrieden. Und du sagst ja einfach, wie es geht, so theoretisch und dann... Genau, ich zeige es in der Praxis, zeige es geschwind, wie sie anfangen und was sie für Möglichkeiten haben. Und dann geht's los und dann darf jede. Oh, voll gut. Genau. Ich finde es toll. Also ich mag den Bauchladen auch nicht und ich finde es auch immer peinlich, einfach so auf der Straße. Ich habe eine große Klappe. Ich bin auch nicht zurückhaltend, wenn ich jemanden kenne, aber auf der Straße oder so Networking-Zeug. Jetzt war ich auf einem Hochzeitskongress, ich habe niemanden ansprechen können. Ja. Also ich zwinge mich dann quasi irgendwann mal, aber das Bauchladending finde ich eh blöd. Nee, und dann, bitte kauf mir das und... Ja, und unterschreiben und weiß ich nicht. Nee, also es ist super. Nee, finde ich doof, ja. Ich glaube, dass es eh super schön ist, wenn man ein bisschen gemeinsame Zeit verbringt. Mhm. Zum Beispiel auch, manche machen ja dann Wellness. Genau, ich glaube, so also ein Make-up-Kurs. Ja. Also, das finde ich cool. Ja. Cool. Geht auch mit Blumen. Mhm. Ich glaube, ja, das würde ich dann auch mal machen. Ist aber wirklich eine schöne Sache. Mhm. Ja, ich glaube, ja, finde ich gut. Ich danke dir. Bei uns geht es dann gleich weiter. Viel Spaß bei eurem Junggesellenabschied. Bin gespannt, was ihr macht. Erzählt es uns. Ja. Schreibt in die Kommentare. Und ja, wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüss. Come with me, girl, I know a place where the green grass grows in sunny embrace and we can get away.